Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pal World. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr Lieben, weiter geht's. Wir sind gerade mal kurz im kleinen Dorf unterwegs. Ich möchte beim Händler vorbeischauen und gucken, ob der Weizensaatgut für uns hat. Ich weiß, als wir das erste Mal hier waren, hat er auf jeden Fall fertigen Weizen verkauft. Deswegen hoffe ich, dass er uns auch Weizensaatgut verkaufen kann, denn das brauchen wir ja für die nächste Lagererweiterung. Wir müssen ja die Weizenfelder und die Mühle bauen und wir haben halt kein Weizensaatgut. Deswegen hoffe ich mal, dass der uns was verkaufen kann, weil wir halt auch noch keine Pals gefunden haben, die es fallen lassen. Wir wollen was kaufen, guter Mann. Wir suchen. Ja, er hat auch Weizensaatgut. Sehr schön. Wir brauchen. Ich würde sagen, wir nehmen mal 9 Stück mit, weil wir brauchen immer 3 für ein Weizenfeld. Dreimal Weizensaat. Das heißt, wir nehmen mal 9 Stück und können mal 3 Weizenfelder bauen, wenn wir überhaupt so viel brauchen. So, was kostet das? Wie viel haben wir? Wir haben über 15.000 Gold. Das sollte reichen. Was kostet uns das? Kostet uns 900. Ach hier, kostet ja 100 einmal. Okay, also 900 Weizensaat. 9 Weizensaat für 900 ist gekauft. Was hast du sonst noch so? Hat man schon geguckt. Der hatte hier viele kosmetische Sachen. Und der Rest ist eigentlich. Lohnt sich nicht zu kaufen. Das kriegen wir alles von den Pearls. Gut, Medizin wäre vielleicht mal interessant, aber das ist auch super teuer. Ich glaube, das lohnt sich auch nicht. Ich schätze mal, die können wir dann demnächst auch selber herstellen. Vielleicht aber auch ein cooler Verkaufsartikel, dann, wenn die so teuer im Einkauf ist. Okay, das heißt, Weizensaat haben wir. Das ist super. Jetzt gucken wir nochmal hier rum, weil ihr habt ja schon lange geschrieben, dass hier irgendwo auch noch ein zweiter Händler rumsteht, der Pals kauft und verkauft. Hier wird erstmal geschnarcht. Aber können wir sogar ansprechen, wie cool. Wenn der hier unten steht, vielleicht ist das jetzt so ein bisschen der Marktplatz. Wir gucken mal hier durch die unteren Hütten hier. Nice. Hier ist alles leer. Dann haben wir noch. Ach so, hier haben wir noch ein großes. Warte mal, hier, das sieht doch gut aus. Hier ist auch Licht an. Ja, Leute, da ist einer drin. Palhändler. Wie cool. Hallo. Wir wollen mal gucken, was du so verkaufst. Ja, okay. Ich glaube, das Angebot wechselt aber auch immer, ne? Weil da ist jetzt nichts dabei, würde ich mal sagen, was wirklich für uns interessant ist. Die haben wir schon selber gefangen. Die haben wir schon selber gefangen. Und das ist also alles Anfangspals. Ich würde sagen, da nehmen wir nichts mit. Alles klar, wir können ja mal gucken, was würden wir denn kriegen, wenn wir welche von unseren ganz einfachen verkaufen würden. Zum Beispiel, wir haben ja ganz viele hier, zum Beispiel so Lammbälle. Was kostet, kriegen wir denn für so einen Lammball? 100, achso, steht auch dabei, ne? 112, okay, der ist weniger wert. Ach, guck mal, mit den Fähigkeiten. Fleißig bringt schon 157. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich würde sagen, wir verkaufen auch erstmal keinen. Cooles Bett. Gefällt mir. Hoffentlich können wir das später auch bauen. Alles klar, Leute. Das heißt, das war das. Wir haben unser Weizensaat. Gut, und jetzt gehen wir mal gleich gucken. Wegen King Packer. Ich will ihn unbedingt einmal gesehen haben. Und wir sind ziemlich in der Nähe. Der ist genau hier drüben. Vorher will ich aber noch einmal hoch auf die Brücke, weil da oben sieht man schon, da brennt wieder ein Lagerfeuer. Das heißt, da ist auf jeden Fall wieder ein wilderer Lager oben drauf. Und da können wir mal gucken, weil da haben wir die coole Feuerziege, ja, den Ziegenbock. Vielleicht haben die nochmal ein cooles Perl da oben eingesperrt. Weil das ist auch schon, ne, das ist glaube ich schon. Oh. Wen haben wir denn hier? Ein bisschen höherstufiges Lager von den Wilderern. Liegt ja auch in dem Biom hier. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass wir da vielleicht nochmal so ein etwas cooleres Perl bekommen können. Und dann gehen wir auf jeden Fall nach King Packer. Wir gehen zumindest, wir gucken zumindest mal, ne? Und dann überlegen wir. Vielleicht mal einen Probeschuss oder so. Und mal schauen. Ich habe auf jeden Fall extra starke Perls mit eingepackt. Wir haben unseren Vogel dabei, der ist ziemlich stark. Wir haben diesen Incineram, gehört ein Feuerpal dabei, der richtig gut ist. Und dann habe ich noch mitgenommen hier die neu gezähmte Azur Robe, ja eigentlich, nicht Azur Robbe, und das Dinosaur, weil das ist auch richtig, richtig stark. Das habe ich gar nicht beachtet, dass das so stark ist. Deswegen haben wir die jetzt dabei und dann mal gucken. Wir machen auf jeden Fall einen Probeschuss auf King Packer. Dann heißt es Attacker auf King Packer. Der ist ja genau da unten. Das heißt, von hier oben können wir super runtergleiten dann zu dem. So, was haben die da eingesperrt? Sieht aus wie ein, kennen wir doch nicht. Nee, kennen wir auch nicht. Sieht auf jeden Fall cool aus. Wie so ein kleiner Mini-Wolf oder sowas. Roms. Die Armbrust ist so gut, ey. Sind aber auch nur Level 5 Wilderer hier oben, ne? Und das Vieh sieht ja mal so cool aus. Guck mal, wie der guckt. Sieht das cool aus. Hammer. Hammer. Oh, was ist denn jetzt los? Eieiei. Der hat aber schon ein besseres Gewehr, da, zumindest der eine. Hat sich schon mal nach Sturmgewehr angehört. Yep. So, 2 Pfeile reichen aber auch für dich. Oh, wie cool bist du denn? Ah, oh, der ist ja super schön. Alles klar, du bist auf jeden Fall sofort befreit. Müssen wir uns dann zu Hause später angucken. Wir haben ja jetzt die Taschen voll. Das heißt, wir werden ihn nicht sofort sehen können. Nicht sofort einmal. Aber der sieht super schön aus. Was bist du? Du bist Nox. Findet man nachts das Haar eines Nox auf seinem Weg, sollte man es nicht aufheben.
und kehrt machen. Es ist eine Einwegfahrkarte in die ewige Nacht. Oh, hört sich fies. Motivationscoach mit coolen Fähigkeiten. Sehr schön. Komm mal her. Guck mal nochmal kurz hier hinten rum. Vielleicht steht ja irgendwo noch eine Kiste hier. Auf jeden Fall sammeln wir auch noch alles ein, was die weggeschmissen haben. Ist auch so ein schön. Guck mal, hier sind doch schon die Igel. Warum nehmen wir nicht gleich noch einen mit? Level 4. Könnte sein, dass er nach einem Schuss schon umfällt. Nee, alles klar. Den haben wir. Weil davon haben wir noch nicht so viele. Will er abhauen? Bleib hier. Da, ein zweiter haut ihn um. Müssen wir einen Pfeil und Bogen machen. 37%. Mal gucken. Ist der andere wieder rausgekommen? Nee, das war der hier, der nochmal geschossen hat. Und da ja, oh Leute, nehmen wir auch auf jeden Fall. Auch wenn er Level 6 ist. Nehmen wir auf jeden Fall. Autsch! Nehmen wir auf jeden Fall mit. Du hartnäckiges kleines Vieh. Mit nicht zu viel aufladen. Jetzt aber. Zack, den sollten wir haben. Und den Dire holt. Das ist auch so ein schönes Biom hier nebenbei wieder mal bemerkt. Halt. Bleibst du jetzt mal da drin? Muss ich extra eine Megasphäre auf dich, kleines Vieh, werfen? Kann doch nicht sein. Nee, den haben wir. Jetzt haben wir ihn auch. So, und den Dire Hole. Müsste passen. 39%. Okay, naja, wir werfen trotzdem mal. Dü, 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 dü. Ja, nee. Ja, nee. Komm schon. Du willst mitkommen. Ich sehe das doch. Will ich vielleicht noch einen ganz vorsichtigen Schuss? Oh, nein. Das. Oh, nein. Ah, das wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich mit dem Wolf angegriffen. Ah, ich wollte mit dem Bogen schießen. Na gut. Dann doch nicht noch ein Dire Hole. Jedenfalls nicht jetzt. Was ist das? Ach, das sind nur, ich wollte sagen, das ist Neues. Das sind nur Tanzis. Schade. Oh, was ist das? Eine Sphäre? Das sieht ja auch mal cool aus hier oben auf das Felsplateau. Gefällt mir auch schon wieder. Da oben ist ein Ei drauf. Das nehmen wir auf jeden Fall. Oh, da drüben ist noch eine Liftmann-Statue. Nehmen wir mit. So, einmal Ausdauertank. Hier müssen wir noch. Ja, hier können wir nur. Obwohl, wir haben ja Dings. Was mache ich denn? Spring mal ab. Hopp. Ist doch viel einfacher, wenn wir den Vogel nehmen. Zack. Komm mal her. Du müsstest uns locker darauf fliegen können, ganz gemütlich. Ja, super. Passt. Oh, hoffentlich ist das mal wieder ein Jumbo-Ei. Sieht aber nach dem nächsten normales, ne? Ja, ist ein ganz normales. Oh, da hinten ist nochmal ein Lagerfeuer. Da muss noch irgendein Lager sein. Oh, guck mal, da hinten den riesigen Baum, den sehe ich ja jetzt das allererste Mal. Und da oben haben wir auch ein Schneebiom. Oh, wie cool, Leute. Was für ein cooler Baum. Yggdrasil, der Weltenbaum. So, einmal rüber zu. Da unten ist noch ein. Ach nee, das ist ein Dings. Das ist ein Palium. Da ist noch ein blaues Ei, aber nee, ist ein Palium. Paliumerz. Paliumerz, so rum. Wo müssen wir rüber? Wegen unserem King Packer? Müssen wir da hin? Haben wir echt. Ach ja, wir waren sogar schon hier hinten, ne? Oh, wie cool. Wir können ja dann sogar nochmal hierher reisen und uns da weiter. Oder weiter nach oben gucken. Ich würde gerne hier weitergehen. Nächsten Sphäre des Schwertmeisters. Klingt cool. Okay, aber jetzt erstmal darüber. Das heißt, wir müssen wieder hoch, ne? King Packer ist, glaube ich, oben drauf. Cool, wir können jetzt auch schon einigermaßen. Oh, da ist nochmal ein Dire Hole. Einigermaßen lange in der Luft bleiben. Guck mal her, den holen wir uns jetzt aber nochmal. Einmal mit der Armbrust drauf. Oh, hält sogar richtig was aus. Was Armbrustschüsse angeht, der ist gut. Jetzt haben wir einen. Autsch. Ja, hat es noch erwischt. Ja, 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 komm. Super. Haben wir. King Packer, wir kommen genau drauf zu. Der muss in der Richtung liegen. Hier haben wir noch Kampfmusik. Okay, haben wir nicht mehr. Da drüben gehört eigentlich eine Truhe hin, Leute. Warum ist da keine. Warum ist da keine Truhe? Sieht so nach einem Truhenplatz aus hier. Aber dafür haben wir nochmal einen Liftmank. Wir können bestimmt schon wieder noch einmal aufsteigen. Was unser Fanggeschick angeht. So ein bisschen weiter hoch, da kommen wir da hoffentlich in einem Zug rüber. Obwohl, wir haben ja den Vogel dabei. Ich will schon wieder mit dem Gleiter fliegen. Wir haben auch einen Vogel dabei. Wir haben doch einen Vogel. Da geht doch alles besser. So, komm mal her. Super. Nehmen wir dich mit. Und dann weiter. Und wenn wir irgendwo jetzt unterwegs übrigens einen Höhleneingang, Sie müssen mal gucken. Ich habe hier irgendwo haben wir doch auch schon mal einen, obwohl hier waren wir noch nicht. Das wäre die Liftmann-Statue weg. Aber irgendwo hier haben wir doch auch mal einen Höhleneingang in der Nähe gesehen, meine ich. Das war auch mal vielleicht unseren ersten Dungeon dann ins Auge fassen. Es wird natürlich genau dunkel, wenn wir hier ankommen beim King Packer. Da ist er! Oh, wie cool! Das ist ja wirklich voll der riesige Wollmoppel. Wie gut!
Eigentlich müssen wir den. Wir machen einen Probeschuss, haben wir gesagt. Ne? Nein, du sollst nicht. Du fängst auch nicht an zu schießen, Vögelchen. Ganz ruhig. Haben wir nachgeladen? Haben wir. Er rennt weg. Und er hat auch zwei kleine Packers dabei. Die greifen bestimmt mit an. Ich glaube, von die Entfernung treffen wir noch nicht. Ne? Wir gehen mal. Machen wir so. Ne, reicht nicht. Oh, hier liegt auf. Was liegt hier rum? Wolle und Leder. Hat er irgendwas platt gemacht, das Riesenvieh wahrscheinlich. 30 Schaden bei über 2000 Lebensenergie. Okay, der Vogel hat ihn aber gerade gut erwischt. Ja, oh ja, der macht ein bisschen Schaden. Nicht schlecht. Was? Mischt sich jetzt einer ein hier? Nee, ne? Oh, er hat ihn sogar zurückgeschossen, glaube ich. Der wollte ihn gerade anspringen. Ich glaube, der Vogel hat ihn abgewehrt mit dem Schuss. Oh. Oh, jetzt hat er ihn getroffen. Aber geht, geht vom Schaden. Oh, weg, weg, weg. Aber für wir wollen uns nicht treffen lassen. Wer weiß, wie viel Schaden der bei uns... Oh, wow, das war knapp. Wie viel Schaden der bei uns macht. Aber guck mal, wie stark der Vogel schon ist. 1400 jetzt schon. Wie viel Energie hat Nightwing noch? Hat noch gut Energie. Weg, weg, weg von dem Ding. So ähnlich wie das, was das Mammut geschossen hat. Oh, weg, 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 weg. Oh, wie cool, Leute. Ich hoffe, wir haben... Habe ich eine Gigasphäre mit? Ich glaube nicht. Haben wir Gigasphäre mit? Ich weiß es nicht. Nein, jetzt mischte ich das andere Packer ein. So, was sagt unser Vogel? Sagt, ist schon halb tot. King Packer ist aber auch schon halb tot. So, komm mal her, Vögelchen. Wir schmeißen mal das Vieh hier raus. Bei dem können wir sagen, er soll direkt angreifen. Angriff! Der ist auch so cool. Okay. Das sieht aber ganz gut aus. Oh, weg da. Ich konnte nicht rechtzeitig zurückrufen. Ist er draufgesprungen. Guck mal, das macht sogar wirklich Schaden über Zeit, unser Feuer. Ne? Der brutzelt ein bisschen runter dann. Komm mal. Nein, 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 schnell weg mit ihm. Hat ihn noch getroffen. Dann schmeiß mal den Boss mal raus, den wir erst frisch geholt haben. Boss gegen Boss. Okay, der macht nicht so viel Schaden, das Wasservieh. Jetzt kommt das andere Packer noch an. Weg, 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 weg. Okay, lassen die erstmal da hinten machen. Und schießt erstmal das... Oh, jetzt kommt er zu uns. Autsch! Okay, unser Schild hat es abgehalten. Ich habe übrigens diese super teure Rüstung, die wir erst letzte Folge gebaut haben, in die Kiste geschmissen. Die haben wir ja gesehen, die taugt nichts und die kostet beim Reparieren die seltenen Bauteile. Deswegen, also, ne, hält auch nicht viel mehr aus. Komm mal zurück. Als die normale Rüstung. Dafür habe ich jetzt dann das Mega-Schild gebaut. Das kostet ja auch 5 antike Bauteile, die hatten wir noch. Hoffen wir, dass das uns ein bisschen besser schützt. Das Problem mit der Armbrust ist das Nachladen, ne? 193 Lebensenergie. Nachladen. Hätte ich in die Kiste, glaube ich. Oh, er kommt angestürmt. Das Vieh sieht so cool aus. Und dicker Wollmoppel, wie gut. Oh, weg, 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 weg. 31. Okay, wir schießen noch. Zweimal oder so. Oh, ja, wenn wir treffen natürlich. Das war nix. Warum auch immer. 50, einmal können wir noch. Komm, komm, komm. Okay. Megasphäre drauf, erstmal. Haben wir Gigasphären? Nein, wir haben keine Gigasphären. Wir haben nur Megasphären. Aber dafür einige. Schmeiß drauf. Komm schon. Ja, guck mal. Guck mal. Guck mal, Leute, wir haben ihn. King Packer, Handwerksmeister. Umgeben sich gerne mit Mailpacker und verwetten sie bei Duellen untereinander. King Packer ohne Gefolge gelten als absolute Loser. Okay, es sind wirklich die Könige der Packers. Was ist das? Ach, das ist gar keine Kiste. Da leuchten die Sparkids rum. Okay, jetzt ist es dunkel. Wir brauchen einen Schnellreisepunkt. Können wir zu Hause ins Bett gehen. Und können gleich mal gucken. Wie cool, wir haben King Packer. Obwohl, eigentlich will ich direkt... Ja, so lange bleibt es ja nicht dunkel. Komm, wir nehmen die Fackel raus. Haben wir sie dabei? Ja. Guck mal, wir haben unsere Fackel dabei. Nehmen wir zwar einen Schnellreisepunkt, aber wir reisen dann weiter hoch und gehen noch ein bisschen weiter auf Erkundung. So, das ist nochmal ein Ei. Wie cool. Nehmen wir mit. Ich habe auch schon gesehen im Technologiebaum, wir können uns eine Laterne wohl später craften, die automatisch, die wir auch nicht tragen müssen. Die hängt am Gürtel und die geht dann auch immer automatisch an und aus. Steht jedenfalls in der Beschreibung. Das ist ein Jumbo-Ei, komm schon. Du bist... Ja, Leute, das ist wirklich ein Jumbo-Ei. Auch wenn es nur ein gewöhnliches ist. Wie cool, ein Jumbo-Ei. Da haben wir ja eine Chance auf ein richtig cooles Vieh. Können wir uns eigentlich im Dorf schlafen legen? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Aber da ist ja kein Bett auf dem. Oder obwohl das eine, wo die da drauf. Die schnarcht die ganze Zeit da drauf. Okay, dann lassen wir so da in Ruhe schnarchen. Mehr Betten gab es hier, glaube ich, nicht.
Wie oft wechseln die ihr Angebot, die Händler? Schon jetzt oder hat er wahrscheinlich doch dieselben Viecher? Mal gucken. Wäre ja cool, wenn das zwischendurch schon wechseln würde, so über einen Tag oder so. Hallo? Der hat wirklich neue Viecher! Wie cool! Guckt euch das mal an! Oberbergmann? Nee, der hat blitzschnell und Motivationscoach. Mega, und der kostet sogar noch am wenigsten. Weil er vom Level am niedrigsten ist. Was ist denn das bitte für ein cooles Vieh? Loop Moon. Wahrscheinlich so ein Nachtaktiver. Den haben wir deswegen noch nie gesehen, weil wir sind selten nachts unterwegs. Noch ein Grund weiter rumzulaufen mit der Fackel jetzt mal. Ja, 14.000 Gold. Der ist gekauft, Leute. Der ist sowas von gekauft. Gekauft. Unser erstes PayPal. Weil wir dafür bezahlt haben. So, alles klar. Flachwitz. Obwohl, komm, so schlecht war er jetzt auch wieder nicht. Alles klar, auf geht's. Wir springen. Wo springt man hin? Da wollte ich hin und dann darüber. Ja, neue Ecke. Weiter geht's. Neue Pads entdecken. Ah, oh, super, Leute. Wir haben King Packer und wir haben gerade was richtig Cooles gekauft. Genau so einen haben wir gerade gekauft. Und Level 17. Auf Wiedersehen. Ah ja, wir sind wieder hier, ne? Aber die nehmen wir mit. Die nehmen wir auf jeden Fall nochmal. Nehmen wir ein paar mehr mit. Oh, er kommt. Ich hänge fest. An was hänge ich fest? Ah, so ein kleines Stück Metall. Hau ab, hau ab. Was willst du denn? Geh weg. Wow. Der haut mich schon richtig rein. Und wie der richtig reinhaut. Ganzer Schild. Oh, guck mal hier. Ganzer Schild weg. Die sind aber wieder abgehauen. Finde ich gut. Können wir unser Schild erstmal wieder aufladen. Und wir schmeißen uns auch mal ein Viech raus. Obwohl, wenn wir den jetzt mit rausschmeißen, brät er uns die Kuh weg. Dann haben wir hier gleich Steak. Da habe ich zu Hause, wie gesagt, auch welche schon auf die Weide getan, damit wir Milch kriegen. Für die reicht aber hier so eine normale Sphäre, denke ich. Oh, komm schon. Azuro bestimmt auch nochmal wieder da. Aber egal, das war ein harter Kampf. Das lassen wir erstmal. Einmal Azuro reicht. So, jetzt kannst du wieder rauskommen. Gucken wir mal, ob wir noch eins von diesen Viechern wiederfinden hier. Dann langen wir die Fackel raus. Auch schön hier mit den Blumen und so. Ne, richtig gut gemacht. Da haben wir jede Menge von den Rochen. Pack. Oh, da liegt eine Megasphäre. Cool. Fangen wir jetzt vielleicht an, öfter neben, desto weiter wir kommen, in das schwierige Gebiete auch mal Megasphären zu finden. Wäre super. Weil ich sage, bald brauchen wir die normalen sowieso fast nicht mehr wahrscheinlich. Dann brauchen wir nur noch die Mega und dann eben die Gigasphären. Und ich glaube, es gibt da sogar nochmal eine Steigerung. Weißt du was? Du bleibst mal, kommst rein. Wir nehmen mal lieber, machen das mal lieber so. Zack, das ist doch noch viel angenehmer. Oh, halt. Die nehmen wir trotzdem mit. So, in der Richtung 170 Meter. Das ist die Schnellreise, von der wir kommen. Das ist die, wo wir hinwollen. Schön hier wirklich mit diesen fliederfarbenen Blumen. Echt schön. Falls du halt sogar... Oder da, was ist das? Was ist das? Was ist das? Noch ein größerer Blumendino als der, den wir schon haben. Oh, wie gut. Wir haben das Dinossum dabei. Der ist ja nochmal eine Ecke größer. Brancherie. Brancherie. Der Piemont-Kirsch. Oh, da ja, Wolf Level. Dings. Den holen wir jetzt. Den holen wir jetzt aber. So, da fliegt irgendwas. Da fliegt irgendwas. Oh, wie cool. Da gibt es lauter neue Viecher. Ah, jetzt hauen sie ab. Nicht abhauen. Du bleibst hier. Ah, ich wollte gerade noch ausweichen. Aber so viel Schaden hat er nicht gemacht. Was geht? Und der zweite gleich noch dazu. Naja, der schießt auch noch mit. Oh, das war gut. Nur 6%. Ja, vielleicht brauchen wir jetzt wirklich immer die Mega-Sphären. Der ist ja schon weit runtergeschossen. Da geht doch schon fast nichts mehr. Autsch. Pass auf, dass er nicht dazwischen rennt jetzt. Oh. Den. Du kriegst den. So. Halt. Ach, naja, dann jetzt für beide eine Megasphäre. Dann haben wir so auf jeden Fall, denke ich. Ja. Nochmal Level up. Geht auch so schnell, ne? Ich merke das immer gar nicht zwischendurch. Dann vergesse ich auch immer die Punkte zu verteilen. Weil jetzt hatte ich es, glaube ich, alle verteilt.
beim Craften und Ressourcen sammeln, was mache ich ja mal offscreen, so ein bisschen zumindest die ganzen Pfeile zum Beispiel herstellen oder eben so ein paar Sphären, ne? Oder eben losgehen und hier so ein paar Metallklumpen hacken. Boah, wie cool. Da oben, Leute. The Van Wyvern. Okay. Nehmen wir erstmal den Schnellreisepunkt. Falls was schief geht, können wir bis gleich wieder hierher reisen. Wenn uns hier irgendwas über den Haufen schießt oder frisst. Ach, schade, daneben. Hier, wir testen dich nochmal aus. Ich hau zu denen nicht gleich um. Angriff! Mal sehen, wie viel Schaden macht das? Gar nichts? Wie gar nichts? Sieht kein... Oh! Okay, so viel zu gar nichts. Sie hat die wirklich gleich umgehauen. Alles klar. Das ist auch so ein cooles Vieh. Dann können wir auch einen Sattel bauen. Ne? So gut. Ich glaube, den können wir mit... Oh, ich glaube, den können wir jetzt genau bauen. Werte erhöhen. Worauf geben wir nochmal was? Gewicht vielleicht sogar nochmal. Wir schleppen schon eine Menge Ausrüstung mit uns immer rum. Es wird immer mehr. Wir können den jetzt lernen, Leute. Lass überhaupt nochmal durchgucken hier. Hier, guck mal, hier, die können wir ruhig auch mal lernen. Können wir die anderen Tierchen auch benutzen, so ähnlich wie den Fuchs, ne? Wie viele Punkte haben wir? 31, komm, und den auch für den Tokotoko. Da haben wir ja einen, den haben wir auch gar nicht aus dem Ei, den hatten wir aus dem Käfig. Ich wusste es nicht mehr genau. Megagleiter. Hört sich auch gut an, lernen wir erstmal. So, dann haben wir noch jede Menge Waffen, die wir nicht gelernt haben. Mühle und Weizenfeld haben wir. Hier oben haben wir die verschiedenen Rüstungen. Ich glaube, die brauchen wir auch. Wir fangen mal an, zumindest ein paar davon zu lernen. Erstmal die und die. Die haben wir sogar schon gelernt. Okay. Hangyu-Handschuhe. Ich weiß nicht, was möglich ist. Hangyu mit Team als... okay, da haben wir einige von. Gigasphäre. Cool, da habe ich da schon, dass ich da schon Punkte für ausgegeben habe. Hier ist er, Leute. King Packer-Sattel. Wie gut. Gelernt erstmal. Oh, cool. Wir können eine Muskete lernen. Und Schießpulver. Und minderwertige Munition. Waffenwerkbank brauchen wir dann. Okay, lernen wir. Ist das hier? Kann im Lager aufgestellt werden und erhöht für Pals im Lager das Arbeitstempo von Feuer. Okay, wie cool. Für Feuerpals. Zur Verbesserung. Es gibt so viele gute Sachen im Spiel. Das ist echt. Das hat echt was zu bieten. Oh, schön. Gefällt mir. Ein Springbrunnen. Desi-Halsband. Noch ein Halsband. Also wir haben jetzt für ein Daydream, dann haben wir für dieses Floppy, für diesen Floppy und für die kann man auch ein Halsband. Also man kann eine Menge Pals. Oh, hier ist die Laterne, Leute. Wie cool. Wir haben 6 Punkte, ne? Ist gelernt. Ist gelernt. Und da ist der Sattel. Level 25 jetzt hier. Hitzeresistente Metallrüstung. Silo. Blumenbeet. Es gibt bessere Betten für die Pals. Oh, sofort gelernt. Und ein Blumenbeet lernen wir auch erstmal. Und natürlich den Sattel. Ist das hier für eine? Ach, das ist der kleinere Adler. Kann man auch als Gleiter nutzen. Lernen wir auch erstmal. So, jetzt haben wir nur noch 2 Punkte über. Betäubungsknüppel. Nicht schlecht. Oh, hier, das wäre, glaube ich, noch interessant. Ne? Wir können auch die Viecher züchten. Oh, wie gut. Wir haben ja schon so viele Pärchen zusammen. Und ich glaube, man kann die Paar jetzt irgendwie auch miteinander kombinieren, also auch die verschiedenen Pals irgendwie miteinander verpaaren und dann kommt irgendein Mischpal raus. Geht, glaube ich, nicht mit jedem, aber irgendwie so eine Möglichkeit gibt es hier wohl auch. Lernen wir erstmal. Wie gut, Leute. Das Spiel ist echt super. Das hat echt, echt viel, viel zu bieten. So, leider haben wir den immer einen Haufen geschossen jetzt hier. Da sind nochmal neue. Die sehen ja auch gut aus. Lollipop, bleib stehen. Oh, bestimmt nicht ohne für so ein einfaches Schaf. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Ja, guck mal, halber Schild weg. Halber Schild weg. Durch einen Treffer. Roms. Noch einmal, dann werfen wir Megasphäre drauf. 16%, 19% drauf. Wird wahrscheinlich noch nicht reichen. Oder? Doch! Volleypop! Oh. Nachladen. Ist 18.000 mal süßer als Zucker. Fleischfressende Pelz, die von seinem süßen Duft angelockt werden, kippen nach, weiß ich nicht, nach dem Genuss um. Irgendwie sowas. Ist echt, ach, was ist da? 18.000 mal 6.000 mal süßer. Wie heftig. Cooles Perl. Gefällt mir. Oh, Vorsicht. Darf uns aber trotzdem nicht so oft treffen.
Ah, oh, wie cool die Musketen, die müssen wir unbedingt ausprobieren. Wir haben schon einiges an Munition gesammelt von den Wilderern. Nee, ich glaube, ich schieße nicht nochmal, das ist zu viel. Au! Ah, ich find's so gut, Leute. So, da ist die Schnellreise, wo wir jetzt... Lass mal kurz auf die Karte gucken. Noch ein Level 23. Bushi. Wir gucken uns den an. Hört sich cool an. Wir gehen mal in die Richtung. Oh, schade, das hätte ich gern gehabt. Den habe ich ja fast vergessen. Den habe ich auch schon wieder fast vergessen. Warte mal, diesmal nicht unser Bossvieh, diesmal du. So, okay. Angriff! Das ist so cool bei dem Vieh. Wow, der haut ja richtig rein. Halt, komm her. Das ist schon wieder zu viel des Guten. Jetzt brutzt er noch ein bisschen runter. Lieber vorsichtig. Ihr habt doch geschrieben, wenn man irgendwie genau zielt, kann man das Fanggeschick irgendwie erhöhen. Vielleicht ziele ich auch nicht richtig genau, oder es klappt doch nicht, aber es kann sein, dass irgendwie, wenn man genau guckt, dass mit dem Fadenkreuz und so, dass man dann irgendwie... Au! Das Fanggeschick erhöht. Nochmal, aber ich glaube, den kriegen wir auch so, den kriegen wir auf jeden Fall, Leute. Haben wir schon wieder viele neue Pads gefangen. Wild. Auf jeden Fall eine sehr gute Eigenschaft. Dreimal plus drei Pfeile nach oben. Sehr, sehr cool. Oh, wie gut! Okay, jetzt aber in die Richtung. Oder ist es die Richtung? Die Richtung. Schmeiß mal den Wolf wieder raus. Sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Komm her. Zack. Oder haben wir eine Palseele? Kriegen wir ja auch schon viel öfter jetzt mittlere, ne? Nicht mehr die kleinen. Es gibt also zwei Möglichkeiten. Es gibt, glaube ich, sogar drei verschiedene Sphäre des Schwertes. Ach, der läuft gar nicht hier rum. Das ist eine andere Art Map-Boss. Da müssen wir in eine Arena rein, oder wie? Oh, wie cool, hier ist eine Lifang-Statue. Das heißt, wenn wir den Kampf starten, kommen wir auch nicht wieder raus dann, ne? Das ist also nicht einfach so, dass wir den anschießen können, wie jetzt beim King Packer. Und wenn es nicht klappt, rennen wir einfach weg. Wenn wir da jetzt irgendwie, wenn wir gegen den kämpfen, kommen wir wahrscheinlich... Da sind die Dinger. Kommen wir wahrscheinlich nicht ran, ne? Ne, da fliegen die natürlich jetzt so weit. Ja, gut, ihr könnt mit dem Vogel ranfliegen und dann... Komm mal hierher. Okay, wir wechseln auf den Vogel. Nein, nicht so. Rein mit dir. Raus mit dem Vögelchen. Komm her. Schießen wir den hier mit an. Oh, ja, muss aber auch oben fliegen. Oh, der ist heftig. Glaube ich gleich der heftigste Schuss. Und geht drüber. Nein, das wollte ich auch eigentlich nicht. Jetzt fliegen wir doch noch hin. Wir sind eh noch nicht in Reichweite. Machen wir den hier. Okay, hat gesessen. Zurück. Oh, könnte knapp werden. Das ist richtig gefährlich, was wir gerade hier machen. Richtig gefährlich ist das und richtig dumm. Oh, wir sitzen auf dem Tier. Das kann eigentlich nichts passieren. Ne? Ja, bestimmt, der fällt nicht ins Wasser. Ich habe gedacht, wenn wir keine Ausdauer haben und jetzt ins Wasser fallen, dann sterben wir. Aber stimmt, wir sitzen hier auf dem Tier. Da kann ja nichts passieren. Oh. Der versinkt ja nicht. Fällt ja nicht ins Wasser. Ich war gerade ganz kurz bei Ark. Dachte, jetzt fallen wir ins Wasser wie mit dem Petri. So, kommen die jetzt hinterher, ist die Frage. Ja, die kommen hinterher. Oh, der hat gesehen, 150, gar nicht schlecht. Wir können ihn oft nacheinander abfeuern, das ist auch nicht schlecht. Komm mal rauf da. Er trifft uns nicht, das ist gut. Schieß, aber wir haben keine Ausdauer, wir können ihn schießen, wir müssen mal kurz runter. Der Schuss ist cool. Oh, das war unser Schild. Ach, der erwischt uns auf jeden Fall, sein zweiter Schuss. Dem können wir... Oh, will nicht mal gegen den Baum fliegen. Dem können wir auf jeden Fall ausweichen, aber nicht so. Absteigen, absteigen, absteigen. Das war heftig. Komm her, Vögelchen. Scheiße, der eine ist gleich hin. Der eine ist hin. Mist, der Wirbel schon mal noch getroffen. Wow, 200 mit der Armbrust. Das Nachladen dauert zu lange. Wenn man rollt, wie gesagt, bricht er ja ab. Das ist Mist.
Das war gar nicht. Ich hab das Dings getroffen, das Erz, aber gar nicht den Vogel. Der war wieder okay. Noch ein Leichter irgendwo. Gegen das Hinterteil. Komm, wir werfen mal so eine Sphäre in seine Richtung. War nix. Nochmal. Der zeigt doch an, dass wir ihn treffen. Oh, reicht noch nicht. Okay, dann einmal mit Pfeil und Bogen. Cool. Nein, ich hänge an der Kante fest. Das ist ungünstig. Das darf uns erstmal nicht mehr treffen. Mist, ich bin zu lange stehen geblieben. Wir hatten uns getroffen. Letztes schon das Problem mit den Flugviechern. Dass er zwar anzeigt, wir würden treffen, aber wir treffen gar nicht. Jetzt aber. Komm schon. Egal, wir können ja Megasphären herstellen. Die kosten nicht so viel. Das können wir ruhig werfen. Das macht nichts. Ja! Der schrille Pfiff, der mit dem Schädelknochen dieses Perls erzeugt werden kann, soll noch hinter 1000 Bergen zu hören sein und wurde in alten Schlachten als Signal zum Angriff verwendet. Okay, cool. Da ist nochmal ein Dire Howl. Jetzt ist aber die Frage wegen diesem Bossvieh hier. Ah, Rüstung ist im Eimer. Wir können nicht rein. Wir müssen erstmal einen Schnellreisepunkt. Wir müssen erstmal zurück nach Hause sowieso. Erstmal reparieren, aber den nehmen wir noch mit hier. Und wieder zwei, ne? Aber Level 15 halt beide. Deswegen, die will ich haben. Auch wenn unsere Rüstung schon wieder im Fetzen hängt. Aber unser Schild ist noch in Ordnung. Autsch! Naja, fast. Komplett. Autsch. Ja, den haben wir. Puh. Ich glaube, er hat uns trotzdem erwischt. Super. Wie gut. Gar nicht auf die Eigenschaften von allen Tierchen geachtet. Egal, ab nach Hause. Da müssen wir hin. Zack. Ha, sowas von guter Ausflug. Allein wegen King Paka. Was? Wer quietscht? So, lass mal erstmal wieder sortieren hier. Da sind unsere ganzen Wölfe. Mal gucken, was war so für Forstmeister. Drachengeborener. Unbelastbar, Hitzkopf. Blitzschnell. Oh, ich glaube, das ist cool. Ich glaube, das erhöht. Lass mal gucken. Ist das Bewegungstempo oder ist das Arbeitstempo? Plus 30% Bewegungstempo. Das ist unser neuer Stammwolf. Wie cool. Wie cool. So, Mozzarina. Da sind die hier. Unbelastbar. Was machst du? Geht auf die Farm. Setzt es auf eine Viehfarm und es wird manchmal Zuckerwatte abwerfen. Cool. Okay, Zuckerwatte-Produzenten haben wir jetzt auch schon. Da ist King Packer, Handwerksmeister. Was kannst du denn alles? Sammeln kann er. Na gut. Aber was der für Werte im Angriff hat. Richtig, und wie cool er aussieht. Den müssen wir gleich einmal uns angucken. Wer bleibt kurz mal zu Hause? Dinosaur bleibt mal kurz zu Hause. Und das Vieh auf jeden Fall mal raus. Und was hatten wir noch? Den hier. Kurz zum Gucken. Okay, lass uns die Rüstung reparieren wir dann gleich. Schmeißen wir aber draußen raus, sonst rennen sie gleich los und machen irgendwas. Erstmal King Paka. King Paka ist super. Kaum Platz hier für King Paka, wir müssen weiter runter. Zack. So, jetzt schmeißen wir raus hier. Nein, nicht, ach Mensch. Nicht den. Den. Ah, ist der gut, Leute. Guck mal, die kleinen Füße dazu. Perfekt. Es ist so gut. Es ist so gut. Herrlich. Der ist auf jeden Fall super. Okay, du bist ein super Perl. Dann du. Auch sehr cool. Kann als Flugtier genutzt werden. Triffst du im Ritt den Schwachpunkt eines Gegners, erhöht sich der genommene Schaden. Wie cool. Gefahr aus der Luftpartnerfähigkeit. Haben wir jetzt gar nicht geguckt. Aber für den haben wir bestimmt auch einen Sattel. Also vielleicht können wir noch nicht bauen, aber wir können mit Sicherheit einen bauen. Steht ja schon da. Wir können ihn als Reittier nutzen. Sehr cool. Und den. Ja.
Der ist auch richtig hammer. Kann auf Befehl Gegner anvisieren und mit seinen. Also ähnlich wie das Feuertier, das wir haben. Also unser Incineram. Auf Befehl angreifen. Mondglänzende Krallen. Der ist sogar noch cooler als der kleine Feuer mit dem. Unser gehörntes Feuervieh, unser Incineram. Der ist noch cooler. Ja, der gefällt mir noch besser. Gibt das coole Viecher. Wir haben, glaube ich, nicht mal die Hälfte. Index sind über 100 Perls. Ne? Wie viel haben wir? Wie viele verschiedene? Ich würde sagen, wir haben noch nicht mal 50. Wir haben noch wahrscheinlich 20 verschiedene. 20, 30 verschiedene vielleicht. So gut. Okay, komm her. Reparieren wir unsere Rüstung. Und können wir mal gucken. Wir haben doch bestimmt wieder Eier fertig hier. Aber erstmal reparieren. So. Ach, sehr schön. Kostet nur Stoff. Kostet nur das. Und das ist kaum kaputt. Das heißt, wir brauchen mal noch lange nicht reparieren, dann kostet es irgendwann ein antikes Bauteil. Also super. So, lass uns doch gleich nochmal gucken. Vielleicht können wir ja schon doch schon mal erstmal die ersten weiteren Sättel herstellen. Wir können doch hier... Guck mal, wir gucken mal. Haben wir alles? Haben wir alles. Dinos vom Sattel stellen wir uns erstmal her. Wieso kann ich den nicht... Ach, wir haben keine Punkte mehr. Wir haben ja keine Punkte mehr. Und hier haben wir ihn auch. Und den können wir jetzt auch. Und da haben wir auch alles, ne? Kostet nicht mal antike Bauteile. Nee. Dann stellen wir jetzt zuerst den her. Also lass mal kurz gucken. Bist du hier zufällig auch ein guter Handwerker? Zeig mal her. Ja, ist ähnlich motiviert. Der ist ja super, Leute. Der hat auch die Top-Eigenschaften. Und zwar sogar der günstigste, ne? Günstigste von den ganzen PayPals. So, dann erstmal... Oh, guck mal. Der Sattel ist episch. Wie cool. Produktion beginnen. Hau rein, Keule. Ah, das dauert wieder sehr lange. Okay, wir nehmen... Ach, guck mal, wir haben hier schon mal ein gewöhnliches Jumbo-Ei noch drin. Das wusste ich gar nicht mehr. Okay, erstmal das Feuerei. Nochmal so eine Flammenbell. Die haben wir uns auch noch nicht angeguckt. Dann haben wir die jetzt zufällig schon im Team. Nee, da hat man keinen Platz frei. Die kleine Kerze. Erinnert mich ein bisschen an hier die Schön und das Biest. Vom Aussehen von den lebenden Kerzenleuchtern da. Nochmal so ein Hangyu. Mit Dynamo und jetzt das Beste. Nochmal ein. Beziehungsweise, wir hatten schon mal einen Jumbo. Es war das Wasser-Jumbo eigentlich. Und da kam der Pinguin raus. Grintail. Oh, noch ein neuer. Sobald man das Revier eines Grintail betritt, leuchten seine wachsamen Augen sofort auf. Das ist keine Metapher. Die Augen leuchten wirklich. Arbeitsvieh. Okay, sofort angucken. Du gehst mal in die Box. Du gehst mal in die Box. Der arbeitet gerade. Wir holen auf jeden Fall schon mal den wieder raus. Dann gucken wir einmal hier. Workaholic. Das kann auch eine Menge. Was macht denn? Setzt es auf eine Viehfarm und es wird manchmal Feuerdrüse herstellen. Oh, wie gut. Praktisch. Nehmen wir eins von unseren Chickipie raus. Und packen wir mal den hier rein. Warte, ist das der richtige? Ja, Workaholic. Kommst da rein. So, und... Haben wir auch noch nicht rausgeworfen, nebenbei bemerken, unsere Brancherie. Aber wo sind die anderen, die wir jetzt hatten? Wo ist dieses Grintail? Da! Grintail. Komm mal kurz für den Wolf. Sieht auf dem Bild schon sehr cool aus. Okay, schalt mal durch. Erstmal nochmal die Brancherie. Achso, jetzt packen wir ihn ja weg, ne? Egal. Einmal nochmal kurz gucken. Auch super, auch das Gesicht. Richtig schön. So, und dann... Du. Oh, wie cool, Leute. Was? Komm mal her. Guck mal, das Gesicht. Ich wollte sagen, sieht doch aus wie die Grinsekatze aus Alice. Aber original. Naja, also, Anne, auf jeden Fall kommt die Inspiration, würde ich sagen, daher. Sehr cool. Super, gefällt mir richtig gut. Könnte eins meiner absoluten Lieblingspads auch sofort schon wieder werden. Und jetzt erst recht, wie sich freut. Okay, komm her. Wie cool. Jetzt aber wieder unser Loop Moon hier hin, dass der weiterarbeiten kann. So, mach weiter. Hat er noch gar nichts geschafft gehabt? Ach, der ist fertig. Von wegen, er hat noch gar nichts geschafft gehabt. Super, super Job. Dankeschön. Wie cool, wir haben den Sattel dafür. Achso, warte, jetzt wollen wir mal ganz kurz was machen hier. Ich will nämlich das Ding einmal wegnehmen. Das steht nicht genau mittig. Das nervt mich schon die ganze Zeit. Sieht so nicht schön aus. Muss genau gleichmäßig zwischen den anderen beiden Kästen stehen. Dann steht es auch mittig vorm... Nee, ist nicht richtig. Nochmal abbrechen. Wir sind ein bisschen zu weit links jetzt.
Ich kenne mich, Leute, bei sowas, da ist für mich immer, ich bin da. Ist halt der Autist, der hier ein bisschen durchkommt. Ein bisschen mehr. Deswegen ist bei mir auch immer, muss immer alles, deswegen sind bei meinen Basen auch auf die ganzen Kisten so durchsortiert. Und so weiter und so fort. Okay. Alle mal mithelfen. Wie sie alle reinkommen. Es ist super. Ah, hier, guck mal, die sind auch so cool, ne? Sehen wir, ich sehe erstmal richtig das Gesicht. Wenn die rumfliegen, kann man es gar nicht richtig sehen. B-Guard. Ah, ist auch so cool, wie sie sich immer alle freuen. So, wir haben eine Menge Sachen dabei. Lass mal gucken. Haben wir irgendwas für hier? Sieht nicht so aus. Wir haben hier wieder die ganzen Pal-Sachen. Das geht da rein. Das geht da rein. Die Seele geht da rein. Warte mal. Also wir haben... Oh, was ist denn das hier, Leute? Wir haben auch Tomatensaatgut. Wo haben wir das denn her? Und Zuckerwatte. Die haben wir von denen. Aber wo haben wir das Tomatensaatgut her? Wie cool. Und einen Rubin haben wir. Wo haben wir den? Wer hat den fallen lassen? So, schmeißen wir die Knochen hier rein. Doch, wir haben doch noch was für vorne. Das gehört hier noch rein. Das kommt in die zweite Palsachen. Das gehört dann auch zu Palsachen, ne? Das gehört hier gar nicht rein. Das auch nicht. Da haben meine Palschwerter reingeschmissen. Das auch nicht. Hier haben wir die Munition. Saatgut. Haben wir eigentlich draußen. Die Saatgut hatte ich hier mit. Oh, das, wo haben wir das? Wir hatten auch schon einmal Weizen. Oder haben das die Pals ausgebuddelt? Und Tomate. Wir brauchen noch eine Saatgutkiste jetzt als nächstes. Okay, nimm schon mal Saatgut raus. Wir machen dann noch eine Saatgutkiste. Das hier rein. Seltene Teile hier rein. Erstmal Fackel angemacht, ist auch okay. Seltene Teile hier rein. Und dann können wir die nächsten Dings ausprobieren. Was machen wir? Wir machen wir. Oh, gefroren. Das hatten wir noch nie. Dann haben wir nochmal ein gewöhnliches Jumbo und nochmal. Haben wir schon mal saftig grünes gehabt? Ich glaube auch nicht. Ne? Schmeißen wir das rein. Wir nehmen die. Alles klar. Nächsten drei Eier rein in die Brutkästen. Zack. In der Mitte das große Jumbo. 40 Minuten. Und das brauchen nur 5. Sehr cool. Hier wird fleißig gearbeitet. Wir können schon mal gucken, wir müssen schon wieder an die repariert haben wir schon alles. Und das passt soweit. Ah, das Ei kann auch in die Kiste. Wir haben ja noch ein heißes Ei. Das kann hier auch noch rein. So. Das hier ist. Ah, ist zum Verkaufen, ne? Nur zum Verkaufen, würde ich, denke ich mal jetzt. Erzielt beim Händler einen guten Preis. Okay, das bleibt mal meiner Tasche. Das können wir gleich mal durchbrutzeln. Das noch hier rein. Sehr schön. Sieht wieder gut aus. Okay, einmal kurz ans... Ah, nee, können wir ja hier machen. Wir haben einen Kochtopf. Komm mal her. Spiegelei haben wir. Ach, Spiegelei haben wir wahrscheinlich allerdings eine heiße Milch. Wie cool, das, weil wir das im Futtertrog drin haben, ne? Und Mozzarella-Steak. Mozzarella-Steak. Hau rein. Wir haben keinen... Doch, wir haben einen Feuerperl. Aber ich glaube, der macht erstmal die Fackeln an. Nee, er kommt zum Helfen. Was haben wir noch? Ach, hier. Brancherie-Bratkeule. Ab damit ins Bratgerät mit der Brancherie-Bratkeule. Yummy. Achso, genau, Futterdruck habt ihr auch geschrieben, übrigens, weil ich gesagt habe, die essen die Sachen nicht im Futterdruck. Die essen einfach nur der Reihe nach. Die futtern immer das, was im ersten Slot liegt und fressen sich dann durch den Futterdruck der Reihe nach durch, sozusagen. Das heißt, solange hier was anderes vorne liegt, deswegen wird hier unsere Milch, die Eier und der Honig nicht verbraucht. Aber ist ja auch gut. Haben wir auch einen schönen Lagerplatz dafür jetzt erstmal so. Alles klar, nimm mal die Fackel. Nimm mal die Fackel raus und nimm mal die Spitzhacke in der Hand, weil in der Basis hier haben wir Licht. Wenn unser Feuerperl immer alle Fackeln schön anmacht. Hier hat er einen vergessen. Da auch noch. Da drüben macht er gerade an. Na, noch jemand kurz heute Abend noch in eine heiße Quelle zum Entspannen? Oder geht's gleich ins Bett? Sieht so aus, wenn der eine hier auf dem Weg ist. Der haut sich gleich rein. Und der andere ist auch schon. Ja, die wollen beide nochmal rein. Der schläft sogar in da drin. Das wusste ich gar nicht. Schläft ein. Aufpassen, in der Wanne soll man nicht einschlafen. Ist gefährlich, weißt du, ne? So cool. Sehr schön, die entspannen sich noch eine Runde. Und wir müssen zum Ende dieser Folge kommen, wenn ich auf die Uhr gucke. Aber passt, ja. Alles geschafft, was wir so wollten an Pals. Auf jeden Fall ist King Packer und den Rest, was wir gefunden haben. So viele coole neue Pals. Und Weizen haben wir geholt. Gehst du nicht ins Bett? Sieht nicht so, guck mal, sieht wirklich aus. Nein, da wirklich ein bisschen an den Disney-Zeichentrick, die Schön und das Biest von mit diesen Kerzen. Okay, achso, lass mal ganz kurz hier noch gucken und dann kommen wir auch zum Ende. Lass mal gucken, ob wir noch einmal, ja, wir können uns noch einmal unser Fanggeschick erhöhen. Ja, machen wir. Beim nächsten Mal brauchen wir jetzt wieder 11 Statuen. Okay. Ist doch gemütlich hier.
die sie sich alle hinschmeißen. Die kriegen auf jeden Fall auch diese besseren Perlbetten, die wir gesehen haben. Die werden, wird alles umgebaut hier auf diese gemütlichen, flauschigen Perlbetten. Ganz, ganz klar. Okay, Lieben, immer vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.